Heute ist der 23.06.2016. Hier geht es um die Europameisterschaft 2016 Fußball. Hier haben deutsche Hooligans ukrainische Fans angegriffen. Wenn man sich mal den Polizisten in der Mitte hier anschaut, der sieht dem französischen Polizisten von 1998, der da von deutschen Hooligans zum Pflegefall geschlagen, getreten worden ist, ein bisschen ähnlich, finde ich. David Nivelle heißt der, oder David. Ich weiß nicht, wie man den korrekt ausspricht. Ja, kommen wir mal zum Fall. Wir waren ungefähr 40 deutsche Idioten, die halt wohl die ukrainische Mannschaft angegriffen haben. Da wurden aber zum Glück nur zwei Menschen leicht verletzt, also ging zum Glück gut aus. Im Internet haben die wohl mit einer Reichskriegsflagge und mit einem Hitlergruß posiert. Ja, also total krank. Allgemein muss ich mich fragen, warum gibt es denn nicht mal eine Großveranstaltung wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo alles gottverdammt friedlich verläuft? Wo weder Deutsche sich rumprügeln müssen, ihr Revier markieren müssen, Russen, Engländer, bla bla bla. Ich habe übrigens jetzt in letzter Zeit gelesen, dass wohl zuletzt ja auch Russen und Engländer sich geprügelt haben, dass da halt quasi immer nur die Russen schlecht dargestellt werden, obwohl die Engländer genauso schlimm waren, um wohl irgendwie Hass auf Russland und Putin zu schüren oder so. Das habe ich oft gelesen, weiß nicht, ob das irgendwie Verschwörungstheorie ist, weil die Engländer sind ja auch nicht gerade mit rosa Watte gepudert. Die fallen ja jedes Mal negativ auf, ja, und die schlagen auch richtig zu, im Gegensatz zu Deutsche. Das soll natürlich jetzt nicht, ja, ich will keine Gewalt verharmlosen, aber die Deutschen schlagen dann meistens wie Pussys zu. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Ja, aber Gewalt geht ja allgemein gar nicht. Für mich sind eigentlich immer die Schlimmsten die Engländer jetzt gewesen, weil, ja, einfach wirklich wie, als ob die frisch aus einem Pub kommen, ja, also aus einer Bar, aus einer Kneipe und. Tatsache ist, egal welche Nation, immer wenn solche Leute ausflippen, das ist einfach nur krank, weil gerade hier sind die Deutschen, ich meine, was wollen die? Gegenüber den Ukrainern wollen sie sagen, ey, hier, wir sind die deutsche Kraft, ja? Wir verehren Adolf, wir sind die Deutschen und alle anderen haben hinten anzustehen, weil wir sind's. Das ist halt die Mischung, das ist halt, wenn man null Hirn hat, ja, und umso mehr Hormone. Das ist wirklich traurig. Vor allem, wenn man davon Live-Bilder sehen würde, wie die auftreten, das ist einfach nur peinlich. Also peinlich, das ist, man schämt sich da fremd, ja. Also ich meine, ich bin sowieso nicht stolz, Deutscher zu sein. Unter anderem wegen solcher Idioten, aber noch wegen zahlreichen Fällen mehr. Das ist einfach traurig, sowas. Ich meine, diese circa 40 Deutschen, die gehören ausgewiesen. Wohin, weiß ich nicht, aber das gibt ja das deutsche Recht nicht her. Die sind zum Beispiel nicht integriert. Kritiker sagen, normale Deutsche, die seit ihrer Geburt hier in Deutschland leben, müssen sich nicht integrieren. Doch, die müssen das. Wer sich bewusst nicht an Gesetze hält, der ist in meinen Augen nicht integriert. Wer bewusst jeden Tag Gesetze bricht, und dazu zählen auch Ordnungswidrigkeiten, der ist in meinen Augen nicht integriert. Was für Abschaum.